Nächste Hürde, Hansestadt. Die TSG reist zum letzten Spiel vor der Länderspielpause in den Norden, nach Hamburg. Aufgabe, Punkte mit in den Süden bringen. Beim HSV an die Leistungen der letzten drei Heimspiele anknüpfen. Ich glaube, das zu thematisieren, ob auswärts, heim, das ist nicht das Entscheidende, sondern es kommt auf die Art und Weise an, wie wir spielen. Und wenn wir die Art und Weise auswärts auch so hinbekommen wie zu Hause, dann können wir auswärts auch gewinnen, aber es hat, glaube ich, wenig was mit Stadion oder mit der heimischen Kraichgauer Luft zu tun. Es ist einfach mit der Art und Weise, wie wir auftreten. Wir probieren am Wochenende auch so aufzutreten, wie wir es zu Hause zuletzt gemacht haben, und dann sind wir gute Dinge, dass wir auch gewinnen können. Duell 12. gegen 17. und eines der Trainergenerationen. Kleiner Exkurs in die Geschichtsbücher. Ganze 9 Tage nach Julian Nagelsmanns Geburt feierte Bruno Labbadia als Spieler sein Bundesliga-Debüt, damals 1987. 2016 steht man sich als Cheftrainer in der Bundesliga gegenüber. Ja, also die Arbeit, muss man ja erstmal sagen, bis jetzt, wenn man die Punkte sieht, gut. Und ich mache da ähnlich wie bei den Spielern keinen Unterschied, ob alt oder jung. Da muss gut sein. Und er kennt natürlich den Verein, und von dem her war es natürlich ein Stück einfacher für ihn, weil er einfach den Verein in- und auswendig kennt und viele junge Spieler auch schon kennt. Also von dem her scheint es zu gehen. Stimmt. Das Hinspiel in Sinsheim gewann der HSV mit 1:0, muss jetzt aber auf Top-Torschütze Nikolai Müller verzichten, gelb gesperrt. So viel kann jetzt schon verraten werden. Es wird ein anderes Spiel werden. Hoffenheim ist jetzt kein Tabellen-17er momentan, wenn man sieht, wie sie auftreten, und ja, auch von der Besetzung der Mannschaft überhaupt keine Frage. Ich denke, dass wir eine ähnliche Leistung brauchen wie gegen Gladbach zu Hause und wie gegen Hertha. Also so sehe ich das Ganze für uns. Also wir müssen ja viel gehen. Also wir sind auch sehr laufstark. Also ich erwarte, wie gesagt, so eine Herausforderung wie gegen die beiden Mannschaften, die ich eben genannt habe. Gegen die es zugegebenermaßen Heimsiege für den HSV gab. Im eigenen Stadion sind die Hamburger schwierig zu bespielen. Die letzte Niederlage gab es dort im Januar gegen den Rekordmeister aus München. Er ist eine sehr gute Mannschaft, in der Tat schwer zu bespielen, vor allem seit Bruno Labbadia da im Amt ist, ist absolute Ruhe eingekehrt, haben sich stabilisiert, von dem her wird es ein hartes Auswärtsspiel für uns. Wir müssen top vorbereitet reingehen, um dann ein gutes Spiel machen zu können. Es wäre ja mal wieder an der Zeit für einen dieser Auswärtssiege. Vor der Länderspielpause noch einmal alles geben für 3 Punkte aus Hamburg.